Vorschlag zur Verpflichtung eines IM-Kandidaten als IMS. Ja, also ich bin, wie gesagt, stolz nicht, aber ich bin doch doll überrascht. Hättest du so denn zugestimmt, wenn man dich gefragt hätte? Hundertprozentig. Ja? Ja. Findest du das gut? Keine, ja, hätte ich gerne. Hundertprozentig, weil die DDR war mein Link. Mein kleiner Bruder hat mich gefragt, ist es schön, Soldat zu sein? Na, da drück dich mal drum, sag ich ja, sag ich nein. Er fragt auf jeden Fall, warum. Die waren ja der Meinung, dass es eine gute Sache ist, für die sie hier kämpfen. Ich meine, wir haben teilweise 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Das macht man nicht nur wegen des Geldes, sondern das macht man auch aus Überzeugung. Der Zusammenhalt und die Kameradschaft, so, das hat gezählt. Es ist ja nicht so, dass man zum Grab der DDR geht und Blumen niederlegt und dann irgendwie nach Hause geht und alles ist gut. Es wird immer noch um die DDR gekämpft, um die Deutungshoheit. Was war die DDR? Markus Wolf, Hauptabteilungsleiter Aufklärung, ja. Das war doch Staatssicherheit, oder? Ja. Und was habt ihr mit ihm zu tun? Ja, wir kannten den von früher her mal irgendwie, also... Aus dem Kegelclub. Wir stehen da für dich, kleiner Mann, kleiner Mann, damit kein Hund kein ausbrechen kann. Ausbrechen kann. Und sollt nicht jeder aus ganz besonderem Holz sein, kannst du trotzdem auf uns stolz sein. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Furchtbar. Furchtbar. Ich habe Schlaftabletten genommen und als ich aufwachte, waren wir in der Bundesrepublik angekommen. Es war eine schreckliche Zeit.